Robert zockt mit euch. Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Schön, dass ihr dabei seid. Euer Robert zockt wieder in Age of Empires, der Ruhm Griechenlands, ja, von der offiziellen Kampagne. Die Nummer 2, Mission 2, das haben wir das letzte Mal angehorcht, schon, haben wir uns schon mal alles erzählt, ich habe da angeteasert, hier hat es wieder umgestellt auf schwierig, ich bin extrem schwierig. Nur nochmal schnell die Hinweise zur Erinnerung, verwenden Sie, Sie Ihre anfänglichen Steinreserven weise, Steine werden sich in einer Vielzahl an Situationen als wichtig erweisen. Erobern und verteidigen Sie so viele Steinbrüche und Goldvorkommen wie möglich, denn diese sind der Schlüssel zum Sieg. Die Mykener sind begrenzt auf die Bronzezeit. Sie können sich nicht in die Eisenzeit voranschreiten oder entwickeln. So, extrem schwierig. Schwieriges Höchst. Oh, das ist immer am Anfang ein bisschen. Oh ja. Seht ihr das? Ich weiß auch nicht, was es ist. Aber es stört mich jetzt auch nicht so sehr. Dann geht's erstmal los jetzt hier. Natürlich mit dem Sammeln von Bärenbüschen meistens. Haben wir auch schon einen kleinen Trupp. Und zum Glück schon einen Speer. Wir können klein die Bronzezeit. Wir sind jetzt in der. Altstein, Jungstein, Bronze, Eisenzeit geht nie. Okay, also sind wir schon in der nächsten. Aha, na jetzt können wir aber wenigstens schon mal ein bisschen weiter voranschreiten. Vorher war es uns ja auch nie möglich in der ersten Mission. Glaube ich zumindest. Ich weiß es gleich gar nicht mehr. Hatten wir da auch schon Axtkämpfer gehabt? Aber Knüppelschläger. Ja, wir hatten auch schon Axtkämpfer, genau. So, Dorfbewohner erstmal ausbilden. So viel wie es geht. Und wahrscheinlich erstmal hinten ran. Oh Mann, ich hoffe nicht, dass wir uns übernommen haben ein bisschen jetzt. Extrem schwierig, das ist halt schon ganz schön. Ne? Mal gucken. Erstmal ein bisschen die Gegend erkunden hier. Hui, was hat denn der jetzt überlegt? Immer dieselbe Stelle, wo man mitsingen will, ne? Aha, seht ihr, da haben wir schon Küste gefunden. Also scheinbar sind die auch schon ordentlich ein bisschen mehr. Mal gucken, wie weit das nach hinten geht. Okay. Oh, schön. Hier ist dann zu sozusagen. Also hier ist seichtes Gewässer. Dann müssen wir mal schauen, wie weit das geht. Geht mal ein bisschen dorthin in die Richtung. 100. Ja, das werden wir auch gleich entwickeln. Kannst du mal einen eigenen Baum suchen, bitte? Ich weiß, auch wenn wir jetzt gerade schon nicht viel Nahrung haben, aber so eine Entwicklung, ich meine, oh, da war ein feindlicher Turm. Ah, hat er auch noch getroffen, der Pfeil, Mist. So eine, achso, warte mal. Zur Streitaxt entwickeln, da haben die auf jeden Fall schon mal mehr Power. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Achso, ich tue ja schon bauen, wie ein Bescheuerter, warte mal. Wir gehen einfach mal davon aus, dass wir jetzt mal nie angegriffen werden. So, mal sehen, wie es hier dann mit dem Gelände aussieht. Wenn hier oben jetzt unter Wasser kommt, das wäre natürlich optimal, ne? Oh, das sieht schon mal gut aus. Ja. Sehr gut. Also haben wir nur einen Übergang und der ist hier. Und der Rest ist zu. Sehr schön. Das ist ja schon mal viel wert. Hier ist der Wald als natürlicher Schutzwall. Nee, Kunde, mach weiter. Entschuldigung, ich wollte dich nie von der Arbeit ablenken. Ich wollte gerade überlegen, ob wir die Bäume erstmal fällen, aber wir haben so viele Bäume hier rumstehen. Das spielt dann, glaube ich, keine Rolle mehr. So. Der Urkleiner. Oh, jetzt werden wir schon angegriffen hier. Auch von dem Speer bloß, naja. So, Holzverarbeitung entwickeln, genau. Ganz wichtig. Genauso wie die Türme dann auch. Höher entwickeln, ist auch wichtig. Solange wir noch Holz haben hier, sollen die gleich die Felder bauen. So.
So, das jetzt stellen wir den Wegpunkt auch dorthin. Bombis. Brauchen wir noch ein bisschen Portofuhren, brauchen wir noch. Ey, der Speer, da ist keine Kampfeinheit. Alle drauf. Lass den Speer in Ruhe, ey. Ich muss ja ein bisschen aufpassen mit den Dorfbewohnern wieder, ne? Nicht, dass wir jetzt zu viele bauen und dann die Bevölkerungsgrenze wieder erreicht ist. Und so, wo bauen wir denn den Hafen am besten hin? Gleich hier oben? Oh, das sind auch viele Einheiten. Angst! Leute, könnt ihr mal kurz alles auf, alles liegen lassen und mal hier mal einen Turm bauen schnell? Das wäre ganz nett. Und ihr macht mal kurz mit. Jetzt haben wir nämlich keine Einheiten mehr. Aha. Oh Gott. Jetzt werden wir angegriffen schon. Wir müssen aber unbedingt erstmal den Turm fertig bauen. Egal, ob jetzt hier Leute angreifen oder nicht. Gut. Und jetzt, jetzt rauf hier. Auf die Pferde. Oh, die machen aber los, die Dorfbewohner. Gut. Oh Mann, hätte ich jetzt nie gedacht, du. Und ihr schnappt euch jetzt eh nach einem anderen. Oh, die sind aber gut gepanzert. Dass die Türme gar nicht so weit schießen können? Nee. Ah, wieder ein Dorfbewohner gestorben. Mist. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt, scheinbar. Oh ja, wir haben keiner nicht. Brauchen wir jetzt auch nicht. Oh Mann, ey, meine ganzen Dorfbewohner. Das ist ja blöd. Hätte ich jetzt nie gedacht, dass es so schwer wird, dass sie gleich angreifen. So, und jetzt den letzten noch. Und dann sind wir erstmal durch. Welle können wir noch keine bauen, ne? Ne, kostet 50 Nahrung. Habt ihr es jetzt? Los, mehr Verluste können wir dann nicht mehr einpacken. Los, holt ihr. Ah, Mann, wieder einer weg. Gut. Jetzt aber erstmal schnell hier wieder weiter ernten. Gut. Brauchen erstmal Nahrung. Ja, ich weiß. Sieht gerade ein bisschen schlecht aus. Hätte ich nie erwartet, dass es jetzt hier gleich so losgeht. Hat uns jetzt ein bisschen zurückgeschlagen, muss ich ehrlich sagen. Boah, ist ja teuer, ey. Die Zeug haben wir gar nicht. 4 von 24. Da haben die unsere ganzen Leute gekillt, ne? Das ist schon krass. Naja, an den zwei Türen kommt der Hygiener vorbei. Da ein einfacher Turm schießt Pfeil auf Gegner immer innerhalb seiner Reichweite. Weiterwickeln können wir den Turm nicht, ne? Da müssen wir dann Truppen bauen. Na komm schon. 8 Nahrung wird er noch übrig haben, oder? Für einen alten Obat. Eigentlich wollte ich ja die Türme hier auf oben hinbauen, ne? Das wäre viel besser. Aber nun ist es immer so weit gekommen, dass es. Ah, das ist aber auch gemies, ey. Das ist wirklich sehr schwierig. Hätte ich nie gedacht, dass die so viele Einheiten haben. Jetzt kommen eben schon den nächsten, aber wenn wir hier zwei Türme haben, ist okay. Ich hoffe, der hat auch so eine weite Schussreichweite. Ja. Ich habe keine Truppen hier, ne? Jetzt, die müsste es schaffen, die beiden Türme. Wenn der eine mal ein Gebäude angreift, mein Gott. Das ist jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Gut, machen sie gut. Ich kann meinen Dorfbewohner jetzt nicht abziehen. Ja. Wir geben die auf, wir machen das. Jetzt haut der drauf und von der anderen Seite wird es repariert.
Da weiß ich nicht, was los ist. Wunderbar. Reicht doch. Ups, boah, jetzt hat's auch. So, mit dem Rest werden wir jetzt erstmal. Boah, gerade so, ne? Ah, guck mal an, der ist gleich tot. Ey, Leben hat er noch, der arme Sack. Den können wir hier hinter. Den können wir hier hinstellen. In der Hoffnung. Als Speer. So, da bauen wir jetzt noch einen Hafen. Eigentlich wollte ich ihn hier oben hinbauen, aber hinten ist er geschützt auf jeden Fall. Na, warte mal, welches Feld wird noch nie bearbeitet? Was macht denn der hier zum Beispiel? Gut, ne, erstmal den Turm reparieren. Und der passt auf hier. Der ist dem Tod geweiht, aber mein Gott, ne, da muss er durchschätzen. Oh, da kommen schon die nächsten. Nee, hä? Nee, euer Ernst. Echt jetzt? Zwei, naja gut. Drei. Die laufen einfach an dem vorbei. Vier, fünf, na, ist schon wieder ganz schön. Oh, ey, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. So viel Nahrung haben wir gar nicht, also. Guck mal. Ah, zudem schon mein Bogenschütze schon angegriffen hier. Oh Mann, jetzt macht er einen kleinen Turm kaputt. Der Turm, der schießt nie bis hier rüber. Ja. Los, schnell ran an den Turm. Bemannt die Welle. Oh, und der tötet meinen Dorfbewohner. Der arme Dorfbewohner mittendrin. Jo, hau den um hier. Sehr gut. Der ist auch schon weg. Mit dem restlichen Holz bauen wir jetzt noch ein paar Fischkutter hier. Und dabei noch schnell ein paar Dorfbewohner reinknallen. Müssen wir ein bisschen schneller machen. Ich würde ja gerne entwickeln, aber... Boah, es ist übelst teuer. Das können wir nicht machen. Brauche auf jeden Fall doch noch ein paar Truppen hier. Jetzt reißen wir langsam, glaube ich, das Ruder rum. Einer geht dort dran. Der nächste, der rauskommt, der repariert das. Der andere repariert das Dorfzentrum noch. Genau, ihr macht das mit den Fischviechern hier. Die kosten ja nur Nahrung, das ist gut. Wenn wir so lange mit Nahrung haben, können wir uns wenigstens erstmal ein bisschen wehren. So, dann müssen wir wieder anfangen, Holz abzubauen. Das haben wir nämlich nicht mehr. Ah, jetzt haben wir kein Holz mehr, um das Ding zu reparieren. Das Dorfzentrum kann nicht repariert werden, weil wir kein Holz mehr haben. Das dauert ja lange, das reparieren, ne? Jetzt kommen die Bogenschützen. Vor allem, komm erst mal an. Oh, nur so viele. Extrem schwierig ist das. Das ist wirklich ganz schön schwer, muss ich sagen. Also im Nahkampf. Ich bin ja froh, dass der Computergegner ein kleines bisschen doof ist. Da haben wir wenigstens immer eine Chance. Gut. Boah, die reparieren die ganze Zeit. Gut. Angriff erfolgreich abgewehrt wieder. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt auch noch vom Land angegriffen werden. Gut. Das ist ganz schön hart. Muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Stein und Goldabbau brauchen wir erstmal gar nicht entwickeln. Haben wir eh noch nicht da. Das ist bestimmt auch ein Fluss hier. Moment, ein Transportschiff können wir bauen. Oh, das ist so teuer jetzt. So viel Zeug haben wir gar nicht. Na, ich zieh mal kurz das Fischerboot ab. Bloß mal gucken. Vielleicht ist hier gleich irgendwo eine Insel, wo wir Steine sehen. Wir brauchen nämlich unbedingt Steine. Ich denke, das ist ja jedem klar. Oh, Entschuldigung. Die wissen schon, was sie machen hier. So, bisher haben wir ja noch eine Küste. Oh ja, Steinvorkommen, sehr gut. Die brauchen wir. Können wir gleich mal ein Transportschiff. Oh, 150 Holz, ehrlich, so übelst viel, ne? Für die Felder ist auch viel Fische hier. Oh, das hängt auch noch zusammen irgendwie. Oh komm, fahr doch weiter. Also, bleibt der stehen. Oh. Wir haben nicht genug Holz. 100 kostet das. Ne, 75. Oh, das nächste Feld, genau. Also, erstmal wieder zurück. Normalerweise Transportschiffe bauen. Ihr seid fertig, echt? Angriffssteuer für Nahkampfeinheiten, Lederrüstung, mehr Rüstungsklasse für Infanterie brauchen wir unbedingt. Jetzt geben die Felder hier langsam den Geist auf. Bis es soweit ist, müsst ihr erstmal bloß die Bärenbüsche abhacken. Gut, der ist auch fertig mit reparieren. Jetzt müssen wir Häuser bauen, ey. Oh, das ist ein Teufelskreis hier. Wir sind die ganze Zeit hier nur dabei. Ja, ich weiß, dass wir Häuser brauchen. So, aber entwickeln können wir ja noch derweile. Werkzeugherrscher entwickeln. Mehr Angriffsstärke für den Nahkampf erhalten. Überlegt mal, 2 Angriff mehr. Da haben die dann 7. Da sind wir denen bestimmt schon überlegen. Mal sehen. So, der baut jetzt erstmal ein paar Häuser hin. Jetzt bringen sie ihr Gold wieder. Ihr Holz. Reicht schon gleich für ein Transportschiff. Dann bauen wir hier 2, 3 Dorfbewohner. Jagen die hier rüber. Bauen hier einen Turm hin oder irgendwas. Oder hoffen, dass es einfach erstmal gut geht. Der Kunde, der muss erstmal Häuser bauen. Lederrüstung erfinden für Bogenschützen. Können wir auch machen. Holzmangel. Extremen Holzmangel haben wir hier. Was kostet ein Haus? 30 Holz. Na los, komm mal. Ey, wenn die Bevölkerungsgrenze hier 50 ist. Was mache ich denn hier, sag mal? Da haben wir es ja gleich schon wieder erreicht. Aber wir brauchen ja die Dorfbewohner. Ich kann doch jetzt hier nie weniger haben. Sehr gut. Ein paar Truppen auf jeden Fall. So, für die Pferde, das lassen wir mal noch aus. Welle haben wir entwickelt. Gut. So. Dann nehmen wir jetzt, ich sag mal, 3 Dorfbewohner mit. Na, mach doch mal. Die ziehe ich jetzt mal ab hier. Und hier geht wieder drauf, genau. 3 reichen, 3. Und dann lassen wir euch hier vorne raus. Gleich hier vorne. Oder, nee, warte mal, gleich hier. Nee, dass da vorne auf einmal irgendein gegnerisches Schiff ist und dann wird es wieder angegriffen und dann geht's Boot unter und dann. Wir wissen ja, wie es ist, ne? Ich hoffe mal nicht, dass jetzt hier irgendwelche Feinde sein werden. Darauf sind wir nämlich nicht vorbereitet. Oh, Bogenschießanlage, na klar, ist mir blöde. Weil
Markt haben wir. Kaserne brauchen wir erstmal nicht. Nee, nee, erstmal sollen die ernten. Eine Lagergruppe ist hier, okay, damit komme ich klar. Drei Steine. Wir lassen den Arbeiter auch hier leben. Der kann ja sein Ding machen. Na gut, wir können aber nicht groß wählerisch sein. Wir müssen die Lagergruppe hier, wir müssen die Steine abbauen. Bombis. Jetzt greifen die uns wohl nicht mehr an. Jetzt haben sie wohl Angst gekriegt, ja? Die haben ja genug Nahrung. Naja, aber da kommen wir schon mal mit dem Schiff hier. Ich weiß, es ist ein Transportschiff, aber können wir schon mal ein bisschen weitermachen. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, dass die auch wirklich an die Steine gehen. Jeder nimmt sich so einen Haufen. Dann haben wir 750 Steine mehr. Ja, geh's mal lieber an. So, jetzt bauen wir noch ein paar Bogenschützen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So viel wie es geht halt. Okay, Holz. Oh. Ach ja, das kostet ja Holz. Bogenschützen kosten ja Holz. So. Aber wenn die nämlich fertig sind mit den Hütten bauen, ist klar. Jetzt werden meine armen Dorfbewohner angegriffen. Oh Mann, ey. Jetzt war da hier schon zwei Hütten hin. So, was nützt dir das? Gar nicht. Ja, jetzt schießt er das dort an. Beobachtungsturm haben wir okay, weil wir haben ja genug noch Steine. Baue ich da hier einen Wald jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir so viele Steine haben, ob das wir uns hier... Bombes! Schade, ich würde den Baum eigentlich stehen lassen. Das sah eigentlich ganz gut aus. Also, am besten ist wirklich von Ecke zu Ecke zu spielen. Da hat man dann auf jeden Fall weniger... Ah ne, warte mal, wir können ja hier... Machen wir das jetzt... So. Die nämlich ein bisschen Wert darauf legen, dass es alles ein bisschen ordentlich aussieht. Würde ich das nämlich so zu, empfehlen, wirklich immer gerade an gerade zu bauen. Wir machen das hier. Hier machen wir es erstmal bloß bis zum Turm. Und wenn die dann fertig sind mit Abholzen, tun wir es dann. Warte mal. Tun wir dann. Machen die weiter? Ja, warum denn das? Ich meine, ist zwar nett, aber die werden da beschossen, oder? Stört euch das nicht? Gut. Oh, jetzt können wir uns fortbilden. Machen wir das auch gleich. 800 kostet es. Da können wir da wenigstens erstmal ein bisschen was bauen. Ein bisschen gescheiter hier. Hätte ich mal ein paar Schleuderer bauen sollen, hä? Ich habe drei Dorfbewohner. Ach so, das sind die. Tja, an die Steine kommen wir ja noch nie ran, ne? Gehen wir zum Angriff über? Oh, nee. Angriff ist die beste Verteidigung, ne? Okay. Der hält ja noch ein bisschen durch. Und du holst den. Hätte ich nie gedacht, dass wir mal zum Angriff vorrücken. Oh, nee. So, jetzt könnt ihr weitermachen. Ist ja abgelenkt genug jetzt. Gleich den Turm hier holen. Was weg ist, ist weg. Ich glaube nie, dass die das neu bauen. Er baut zwei Abwehrturme im markierten Gebiet. Ach so, dort oben dann. Nö. Ah, hier ist das Gold dann. Okay. Komm, die lange rumstehen. Gleich drauf. Sonst schaffen wir es nie. Hier, wie die sich dann erstmal angucken müssen. Alles.
Alle gemeinsam. Oh, genau, meins auch gleich mit weg. Jetzt fängt er an, das zu reparieren dort. Hau den Typen um. Bleibt oder erstmal Lagergrube beseitigen oder irgendwas. So, jetzt haben wir jetzt zwei Tore. Aha, die sind jetzt fertig mit allem. Gut. Ne, hinten sind noch nicht fertig. Guckt mal genau hin. So, da bauen wir noch einen Stall. Den können wir weiter hinten hinsetzen. So, und dann wollen wir jetzt hier einen Beobachtungsturm hinsetzen, oder? Nee, ne, machen wir nicht. Wir sammeln bloß die Steine ab und dann ist Feierabend hier. So, da haben wir uns jetzt auch schon weiterentwickelt. Schön. Bauen wir eine Kriegsgalerie, kommt dorthin. So, Metallform entwickeln. Plus 2 angestellt für Nahkampfeinheiten. Check. Stärkere Welle, Türme. Ne, wir machen nur Mittelwelle. Erstmal Welle entwickeln. So, Holzverarbeitung. Check. Schuppenpanzer finden, 2 Rüstungsklassen für Infanterie. Check. Unsere aggressive Infanterie hier. Oh, geil. Haben wir voll angegriffen und gleich erstmal. Ah, hier ist ja auch noch ein Bärenbusch. Guck mal. So, da können wir jetzt nämlich einen Tempel bauen. Ganz wichtig. Kriegsgalerien entwickeln. Und mit dem Tempel wollen wir nämlich Priester dann entwickeln. Oder in, hier ausbilden. Entwickeln tut man ja nicht Priester, ne? Man tut die ausbilden. Die dann unsere Armee hier erstmal noch auf Vordermann bringen wieder. Kavallerie. Ein Speer brauchen wir noch. Oh ja, das sieht schon schön aus. Tun wir das mit den Türmen gleich erledigen, hä? Oh ne, jetzt haben wir langsam nicht mehr ganz so viel Nahrung. Dafür haben wir ordentlich Steine. Aber ich glaube, es wäre wichtiger, erstmal Schuppenpanzer zu erfinden. Gut, dass wir kein Gold mehr haben. Ist nicht so schlimm. Da tun wir erstmal die Türme weiterentwickeln. So, und ihr, ihr dort unten seid, ist der auch schon fertig, der arme Typ. Machen wir kleine Nägel mit Köpfen. Da haben wir dann den, das dort fertig gemacht und ist gut. Oh, 125 Gold, so viel haben wir nie. Haben wir nie so viel. Was haben wir jetzt alles an Waldarbeitern hier? Ziehe ich jetzt mal ein paar ab. Die lasse ich auch mal raus. Und sucht euch mal lieber hier die, die Bäume hier am Rand, das wäre ganz nett. So, da brauchen wir jetzt hier nämlich auch noch eine Lagergruppe, um Gold abzuernten. Und da holen wir uns auch gleich noch den Wald mit. Ah, aber für den Speer hat es noch gereicht. Leute, ich gucke gerade in die Ohr und muss euch wieder mitteilen, es reicht erstmal für heute mit Age of Empires. Mir hat es auf jeden Fall wieder riesig Spaß gemacht. Ich würde gar nicht aufhören mit Spielen. Aber ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich mache jetzt einen kleinen Break. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten das nächste Mal wieder einschalten, wenn ihr mich abonniert habt und die Glocke aktiviert habt. Seht das ja gleich, wenn es wieder nächste Runde heißt, Obat zockt hart. Bis dahin, einen wunderschönen Tag noch. Tschüss. Obat zockt mit euch.